herzlich willkommen zurück zu Doom 1. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, dann wollen wir nochmal gucken. Wir sind in der Mission 1. Oder Episode 1. Und zwar im 6. Levelabschnitt. Im letzten Video ist es ja ganz schön übles Gemetzel gewesen, wo die mir einige Fallen gestellt haben. Müsste ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Wird doch ganz schön knifflig gerade. Shit, shit. Ich wollte fliehen, es hat nicht geklappt. Der drückt dann gegen einen, so. Der macht dann so, zack, zack, immer nach vorne. Und dann ist man gestuckt. Das ist so fies. Ist zack. Hm, ist noch einer. Ah, shit, jetzt kommt da noch einer, der mich abknallen kann. Ja, stell dich. Haha! Habt ihr gesehen? Der hat den gefressen, ermordet, was auch immer. Total geil. Finde ich cool, dass die sich gegenseitig umbringen. Und halt Wesen aus der Hölle, die haben da nichts hier mit Freunde und so. So, irgendwo war ein Unsichtbarer. Da oben ist er, ich komme. Was? Hier unten ist noch einer? Nee, der erwischt mich von da oben. Das ist das Problem. Bist du ein Scheißkerl? Ah, ich dachte, er kommt runter. Das heißt, sobald ich hier hinging, hat er mich getroffen. Das ist halt so blöd programmiert, dass man nicht hoch und runter gucken muss. Was heißt blöd programmiert, ne? Das klingt jetzt auch ein bisschen falsch. Nicht, wie es gemeint war. Okay, da haben wir eine blaue Tür. Wow, wie viele sind denn da? Macht ihr mal. Ja, jetzt wäre eine Rocket cool, ne? Da könnte ich da hinten richtig schön reinschießen. So, die Nervhalse habe ich auch weg. Explosive Fass juckt die da hinten nicht. Oh, das ist noch ein Unsichtbarer. Munition sparen. Sehr gut. Schauen wir nochmal, was wir da hinten drin haben. Was? Wer schießt hier? Ist noch einer irgendwo da? Okay, gibt es hier ein Secret? Ah! Da ist so eine Bag, von der ich euch erzählt habe im letzten Video. Sehr nice. Jetzt hat sich alles verdoppelt. Ihr seht das rechts unten, was die Muni betrifft. Und ich habe sogar einen Rocket gefunden. Ein Rocket Launcher. Lustig. Aber viel geiler als der Rocket Launcher ist die Bag gewesen. Und da ist noch eine. Ah, die macht nur was Bestimmtes hoch, oder? Vielleicht kann man aber auch nicht mehr haben als 400. Das weiß ich alles nicht mehr. Wie gesagt, das ist zu lange her. Zack. Wir haben das eher bisschen gegeneinander im Multiplayer gespielt. Zack. Aber cool. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gab also kein Endintro oder so, aber es gab eine Textpassage, die dann auch beschreibt, was dann weiter passiert, nachdem man die erste Episode durch hat. Und wir wollten natürlich auch motivieren, dass man das schafft. Ich weiß gar nicht, ob es ein Endintro im Spiel gab, also wenigstens ein paar Bilder oder so. Aber ich glaube schon. Okay, genug Secrets gefunden. Wie geht das hier raus? Da. Puh. Ah, nein. Dem ausgewichen, um in den reinzurennen. Nö. So, Schaden nehmen wir da ja gerade sowieso nicht. Wir haben ja diesen Anzug. Wo führt uns das hin? Non-Secret! Ja, warum nicht? Ja, es ist blöd, dass die mich treffen. Aus der Entfernung. Super Sarge! Kommst du wohl wieder runter? Können wir jetzt, wenn wir hochgehen, irgendwo oben was machen?
Ja. Wow. Aber da oben hoch? Verfluchte Kacke. Aber ich muss ja dahin. Ja, die knallen sich gegenseitig ab. Das ist immer lustig. Problem ist, dass da oben die Tür wieder zugeht. Ich sollte versuchen, da reinzurennen und abzuhauen, um eine bessere Position zu kriegen. So. Okay. Shit. Haben wir natürlich direkt so einen dicken. Schweinerei. Ah, da kommen noch mehr. Ich weiß nicht, ob das so ideal war, dass ich da diese Abkürzung genommen habe. Meiner Meinung nach nicht. Das war, glaube ich, ein Fehler. Boah, guckt euch mal die Leichenberge hier an. Roter Schlüssel hätten wir. Wir haben alle Schlüssel. Aber was wir brauchen, ist ein bisschen Panzerung und dergleichen. Hier waren wir schon mal. Können wir nicht mehr. Gehen wir dann doch mal hier weiter. Shotgun ist voll. Da haben wir ein bisschen Energie. So, was haben wir damit gemacht? Was haben wir damit gemacht? Wir haben einen Schalter gedrückt. Okay, ich höre Gegner. Ah! Die Tür aufgemacht? Nee, kann nicht sein. Ich hatte ja sowieso einen roten Schlüssel. Ja, sehr schön. Boah, stirbst du wohl? Nein! Fuck it! Ich habe auf ein Fass geschossen. Das neben mir stand. Wo? Ich habe das gar nicht gesehen. Scheiße. Mit zwei Energie. Wir haben so verkackt. Bisschen, ne? Wir haben ja sowas von verkackt. Sie ist jetzt schon kommen. Okay, da hinten ist ein bisschen Energie. Alle Energie schnappen und wieder raus. Puh. Und den vielleicht. Wow. Wow. Moment mal. Warum nicht? Okay, das war wohl genug. So, ich habe noch nicht mal diesen Schalter gedrückt. Ah, das ist echt fies mit dem Fallen. Aber es ist auch irgendwie geil. Ja! Es macht einfach Fun, das Spiel. Kann es nicht anders sagen. Zeitlos. Wo, was, wie? Oh. Unsichtbare, unsichtbare. Oh Gott, und viel zu viele davon, ne? Scheiße, viel zu viele. Ich habe schon gedacht, jetzt krepiere ich wieder. Ich habe echt gedacht, jetzt gehe ich wieder kaputt. Wo rennt der rum, den ich hier höre?
Energiewert. Oh. Shit. Oh, hat also nicht viel gebracht. Nee, nicht wirklich. Scheiße, was machst du denn da? Okay, so viel dazu. Irgendwo ein Secret. Könnte gerade gut gebrauchen. Okay, we've made it! Central Processing. Puh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Level 7. Ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Stück sind es, ne? Eieiei, Level 7. Tontauben schießen, kommt her! Bams! Okay, die Panzerung nehmen wir noch nicht. Dafür geht es gerade ein bisschen zu krass ab. Sollte man lieber ein bisschen was aufbewahren, weil ich zum Anfang wieder rennen kann und noch schön Panzerungen dergleichen holen kann. Huch, irgendwas schießt hier. Ich glaube, das war von draußen. Da brauchen wir einen roten Schlüssel. Ah, schön, aber ich kann die ja schon zerlegen. Bitteschön. Mach ich doch gerne. Hm, das, was ich aus der Ferne machen kann, ist gut. Was schießt. Yellow Key, roter Key, alles klar, also gelb und rot. Ah, der Soundtrack ist echt gut. Gott, da sind irgendwo irgendwelche Schießer. Irgendwo draußen, glaube ich. Oder der hier war das. Das kann auch sein. Dass der von oben runtergeschossen hat und ich den nicht gesehen habe. Okay, ein gelber Schlüssel. Sehr schön. Das bringt uns doch schon mal wieder ein Stück weiter. Mann erlegt. Aua, aua, aua! Das ist schon wieder das, da oben die Lücke. Davon haben die geschossen, die Schweine. Lass uns mal hoch. Fuck it! Scheiße, scheiße! Ah! Ja, trifft mich da oben. Das ist echt fies, wenn die auf einer anderen Etage sind. Die können mich alle treffen da oben durch. Ganz blöde Stelle hier, ich sollte weitergehen. Hoffentlich gibt es da oben nicht was Wichtiges. Da, hier kann ich es halbwegs erwischen. Okay, das ist Supercell. Oh, ihr blöden Ärsche. Versuchen wir es nochmal. Hoch mit dir. Okay, Rocket, da hinten feuern sie. Bisschen Energie. Naja, es war nicht so wichtig. Aber okay. Nee. Jetzt nicht lang. Blue Key. Boah. Da oben ist ein Schalter.
den wir noch gerne drücken, was auch immer das bringt. Irgendwas wird es gebracht haben. Wow! Schwein gehabt, der hat jetzt gerade geschossen. Lieber das Fass vorher in die Luft jagen. Oh. Dicker. Den mache ich lieber aus Entfernung. Da sind mir zu viele Fässer hier. Jage ich mich wieder selbst in die Luft. Muss nicht sein. Okay, die sind ganz weit weg. Was? Okay, das war unnütz. Hat nicht viel gebracht. Was? Mistzack. Wo kommst du denn her? Okay, was habe ich übersehen? Roter Schlüssel haben wir nicht. Genau, ich habe am Anfang was liegen lassen. Zum Beispiel diese Panzerung und die eine Energie. Das ist schon mal gut. Ich habe irgendwas übersehen. Komme ich da raus? Wie komme ich da? Oh, hier kann ich hier irgendwie. Nein, kann ich nicht. Super Sarge dahinter. Wo ist der rote Key? Verdammt. Was war das? Das kann es auch nicht sein. Habe ich hier irgendwo den liegen lassen? Irgendwo übersehen? Sehr wahrscheinlich. Ne, hier war der gelbe. Dann würde ich leveltechnisch den natürlich auf die andere Seite tun. Gott, den habe ich nicht mehr erwischt. Aber er mich dreimal. Super. So eine Scheiße. Bevor du mich noch mehr tötest, lieber weg da. Blauer Schlüssel haben wir nicht, roter Schlüssel haben wir auch nicht. Irgendwas habe ich übersehen. Ups. Wow, ein Schuss, der war ja wohl schon verwundet. Hier bin ich sehr wahrscheinlich nicht lang. Ja, habe ich irgendwie übersehen, die Tür? Ne, hier habe ich auch schon... Ah ne, die habe ich von außen getötet. Ah, den Super Sarge, wie komme ich da dran? Keine Ahnung. Da ist der blaue Key. Aber wie komme ich da hin? Da haben wir nochmal eine Rüstung. Okay. Okay, wir haben den roten Schlüssel, das bringt uns weiter. Hier habe ich die Tür übersehen. Da wäre natürlich nicht schlecht, wenn man die Map mal genutzt hätte. Naja gut, da ist irgendwo was aufgegangen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Cooles zu holen. Schauen wir uns das dann auch noch an. Oh, da gibt es vier Schuss. Das hat sich hier gelohnt. Die war eben auch noch nicht da.
Aua. Das ist die blaue Tür, das bringt uns nichts. Das heißt, wir müssen hier gleich nochmal hin zurück. Wir müssen jetzt erstmal durch die roten Türen. Sehr gut. Wieder zurück zur blauen Tür. Okay, da ist wieder irgendwo was aufgegangen. Okay, ballern wir mal ein bisschen damit. Obwohl das irgendwie auch Verschwendung ist. Lieber für eine schwerere Stelle aufbrauchen. Aufbewahren. Zack. Finished! Computer Station! Entering Focus Anomaly! Finale? Okay! Mission 8, Level 8. Ach du Scheiße! Ja, genau. Alles zerlegt. Good one. Runter da. Hey, wir haben eine Computer-Map bekommen. Kleine Info, damit kann man sich die Map angucken. Die wird komplett freigeschaltet. Shotgun. Jede Menge Muni, die ich nicht brauche. Ich glaube, das ist hier Bosskampf, oder? Ja. Oh, shit. Da waren Unsichtbarer neben mir und dann habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Sehr schön! Gut gemacht. Das ist bei dem letzten, bei den 8er Leveln, glaube ich, immer recht klein. Und dann geht's direkt zum Endboss. So, wie mache ich das denn jetzt am besten? Kann ich da drauf gehen? Oh Gott. Thank you.
zwei von den Dämonen, ne? Ich glaube, die werden später Standardgegner. Mist, jetzt vibriert hier mein Handy. Oh shit, zu nah dran. Ach, ärgerlich. Ach nee. Quicksave, ne? Okay, aber das war ganz cool. So machen wir das. Mit den Rockets. Okay, los geht's. Alle mal irgendwie... Ah! Oh! Nee, nee, so machen wir es auf keinen Fall. Hm, ja, ich muss irgendwie auf Entfernung bleiben. Grrr. Ja, wenn wir jetzt sowieso schon am Ende sind, dann würde ich das gerne noch mitmachen in dem Video. Ist ein paar Minuten länger, ist ja kein Problem. Shit, dass die unsichtbar sind, sind total kacke. Aber sowas von kacke. So, da das jetzt gleich nochmal passiert, sollte ich hier nochmal einen Quicksave machen. Scheiße. Okay, wir haben 8 Schuss noch. Will ich stehen? Mich nerven viel mehr, wenn gleich die Unsichtbaren wiederkommen. Super Sarge, das ist doch schon mal. Nee, das ist Unsichtbarkeit. Nee, Invisibility. Alles klar, Unsichtbarkeit. Okay, Minipack. Die kommen auch nicht aus ihrer Deckung, ne? Ist keine Lust. Können natürlich jetzt nochmal quicksafen, aber das ist auch blöd. So, schon mal gut, dass der alleine ist. Yeah, einen haben wir zerlegt. Auf zum nächsten. Nimm das. Tja, keine Rockets mehr. Hui. Geht nach oben. Weiß nicht, ob jetzt nochmal welche kommen. Okay. Ui. Pentagramm. Once you beat the big badasses and clean on the moon base, you're supposed to win, aren't you? Aren't you? Where's your fat reward? And ticket home? What the hell is this? It's not supposed to end this way. It stinks like rotten meat, but looks like the lost demon base. Looks like you're stuck on the shores of hell. Genauso heißt auch die zweite Episode. The only way out is through. To continue the Doom experience, play The Shores of Hell and its amazing sequel Inferno. Also die dritte Episode. Ja, werde ich tun. Alles klar. Dann sag ich mal, schöne Folge. Fein, dass wir es geschafft haben. Beim nächsten Mal schauen wir uns die Episode 2 an. Bis demnächst, euer Chojin.